Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir öffnen heute dieses 18er Display vom neuen Set Farbenschock und ich bin sehr gespannt, wie viele Hits wir aus einem 18er Display ziehen werden. Wir haben ja bereits ein 36er Display geöffnet und ich muss sagen, dort waren die Hits auf jeden Fall richtig am Start. Falls ihr die beiden Videos dazu noch nicht gesehen habt, ich werde sie euch gerne mal in der Videobeschreibung oben verlinken. Und definitiv schaut sie euch gerne an. Ich werde sie auch in die Infocard packen. Definitiv würde ich ja gerne die DeLion Trainer Full Art Karte ziehen. Oder auch die Pokémon Center Dame. Also mal schauen, ob ich heute eine der beiden Most Wanted Karten meinerseits mitnehmen werde. Wir haben einen Beulenhelm, Voltoball, Pfiffchen, Chappet, Funpi, Samurzel, Pfiffchen und Kamalm als Rare Karte. Auf jeden Fall, falls ihr meine Openings zu Farbenschock noch nicht gesehen habt, ich habe auch eine Playlist dazu erstellt, die könnt ihr euch gerne anschauen. Die werde ich mal auch in die Videobeschreibung packen. Und dort könnt ihr euch dann alle meine Openings zu Farbenschock, die bisher erschienen sind, anschauen. Allerdings habe ich auch Playlisten zu anderen Sets erstellt. Also wer Nacht in Flammen sehen möchte oder Welten im Wandel oder auch Weg des Champs, schaut gerne mal bei meinen Playlisten nach. Und wir haben einen Bibor als Non-Holo Rare. Aus dem 36er Display von Farbenschock haben wir ja, glaube ich, wenn man die Amazing Rares mitzieht, gut 10 oder 11 Hits gezogen. Unter anderem auch eine der absolut am schwersten zu ziehenden Karten aus dem Set, eine Gold-Shiny-Karte. Wie gesagt, schaut es euch gerne an. Und ich hoffe mal, wir nehmen heute auch sozusagen einen großen Hit mit. Da fällt eine Karte runter, das gute Evoli. Und wir haben Britzigel und Terrakium als Non-Holo Rare. Ein 36er Display habe ich hier zu Hause noch rumstehen. Das heißt, das wird auch in einem der kommenden Videos dann geöffnet. Seid gespannt, was wir da ziehen werden. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt gerne, aktiviert die Glocke und seid dabei, wenn die Videos erscheinen werden. Wir haben Kumo-Käse und Genesect als Holo, auch sehr, sehr schön. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust auf Farbenschock. Ich muss zugeben, für mich bisher mit Abstand das beste Set aus dem Schwert und Schild, aus der Schwert und Schild-Reihe. Und ja, die Amazing Rares sind einfach wunderbar. Mir fehlen da noch zwei. Einmal nämlich Zacian und auch, wer ist der letzte? Jirachi fehlt mir auch noch. Ansonsten habe ich bisher schon alle anderen Amazing Rares gezogen. Und ich sag mal, wir haben eine Feuerenergie. Nein, wir haben die Kampfenergie. Wir haben Glutexo, Waschenergie, Dedenne, Felino, Yanma, Schwalbini, Wuffels, Zygarde und Togekiss V-Max. Hammergeil! Die Karte wollte ich auch noch unbedingt ziehen. Ich finde Togekiss ja sowieso ein super süßes Pokémon. Und die Karte ist definitiv auch mal Zucker. Also, die kommt direkt mal in eine Sleeve. Und dann packen wir sie auch oben in den Hit-Bereich. Leute, so kann es weitergehen. Der erste Hit aus dem 18er Display. Was meint ihr, wie viele noch folgen werden? Ich sag mal, also durchschnittlich sollten wir hier mit 4 Hits rausgehen. Und bin mal gespannt, ob wir sozusagen auch noch 3 Hits ziehen. Oder vielleicht auch mehr. Hoffentlich nicht weniger. Wir haben Schneckmack und Fiaru V. Hammer! Direkt dahinter gleich noch einen Hit. Und definitiv auch eine Karte, die ich unbedingt ziehen wollte. Ich finde Fiaru auch ein richtig geiles Pokémon. Und ich hoffe natürlich auch noch die Full Art zu ziehen. Auch eine der schönsten Full Arts Fiaru in diesem Set. Und ja, ich hoffe, das hält an. Von mir aus können wir gleich noch den dritten Hit hintereinander ziehen.
wieder einmal den Code für euch. Leute, die Codes zeige ich in jedem meiner Videos. Also jeden Dienstag, Freitag und Sonntag könnt ihr euch die Codes abgabeln, wenn die Videos um 14.15 Uhr online kommen. Also aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Und wir haben Umhang der Stärke als Goldkarte. Mega hammergeil. Im ersten Display eine Goldkarte gezogen, jetzt eine Goldkarte. Ich sag ja, ich liebe dieses Set. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber was für ein tolles Opening, eine tolle Karte. Und Leute, lasst dafür gerne mal ein Like da. Ich hoffe, euch gefällt das Opening bisher genauso gut wie mir. Und ich liebe dieses Set. Ich habe ja eben gerade überlegt, ob ich jetzt dieses Opening noch drehe, nachdem ich sozusagen den Abschluss für Weg des Schems gedreht habe. Und ja, so richtig war ich da nicht so begeistert. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, falls am Sonntag noch das Video kommt. Ich weiß nicht, ob dieses Video am Freitag rauskommt. Aber ja, ich hatte lange überlegt, ob ich das Video jetzt drehe. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh, mich dazu entschieden zu haben, das Opening direkt im Anschluss zu machen. Weil bisher gönnt dieses 18er Display aber mal so richtig. Mit einer Goldkarte habe ich gar nicht gerechnet. Und wir haben Magnalien, Aroma Energie, Galar Flunschlick, Mehikel, Eliseba, Wuffels, Pfiffchen, Pepek, Palim Palim und Papella als Trainer Full Art. Hammergeil! Leute, ihr wisst, wie sehr ich Trainer Full Art Karten liebe. Und ich bin ein begeisterter Sammler dieser Karten. Und ich freue mich, dass wir auch aus diesem Display eine Trainer Full Art Karte mitnehmen. Zwar nicht meine absolute Wunschkarte, ihr wisst, das ist die Lion und die Pokémon Center Dame, aber Papella nehme ich definitiv auch gerne mit als Hit. Und ich muss zugeben, in der Mitte, da hagelt es jetzt aber Hits bei diesem Display. Ich sag mal Wasserenergie, nein, Unlicht. Wir haben Trompec, Magnalien, Teleskopische Visier, Flomel, Felino, Nincada, Rokumil, Tanhill, Zapdos als Reverse und D-Lion als Holo. Also Leute, vier Hits haben wir aus diesem Display schon gezogen, aus dem 18er Display. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt noch drauflegen können und ob wir auch noch eine Amazing Rare mitnehmen. Wir haben Magnalien, Aroma Energie, Galar Flunschlick, Funpi, Tanhill, Ronliu, Weimer, Ganoville, Nio und einen Tucanon als Non-Holo Rare. Also eine Amazing Rare würde ich definitiv gerne noch mitnehmen. Ansonsten bin ich absolut zufrieden mit dem, was wir aus diesem 18er Display bisher mitnehmen. Wir haben Krakelo, Britzigel, Zapladin, Pipi, Tanzer, Otaro, Ganoville, Tanzer als Reverse und ein Morlord, was ein bisschen derpy guckt. So, 5 Booster haben wir noch. Mal schauen, ob wir auch noch einen Hit mitnehmen. Ihr könnt da jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, das ist eine gute Ausbeute aus einem 18er Display. Wir haben Picuda, Flecknoi, Evoli, Owei, Fritzeblitz, Glumanda und ein Kokowai. Leute, wir sind langsam aber sicher auf dem Weg dazu, die 100 Abonnenten-Marke zu knacken. Und ich würde euch bitten, falls ihr noch nicht Teil der Community seid, jetzt gerne den Abo-Button drücken. Ihr würdet mir damit eine große Freude machen und ja, seid dabei, denn hier werden noch einige geile Openings folgen. Und wir haben Durengard V als normale V-Karte, aber unseren 5. Hit sozusagen. Definitiv kann man sich bei diesem 18er Display nicht beschweren. Durengard V, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich den schon habe. Ich weiß, ich habe die V-Max, aber nehme ich mit. So, das Booster will nicht so wirklich. Dann einmal hier den Code für euch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr im TCGO gezogen habt. Und wir haben eine Kampfenergie, Zwirklop, Tentantel, Chefrum, Fritzeblitz, Kloptopus, Wurmbolt, Weimer, Rotomurf
Rayquaza als Amazing Rare. Mega geil. Die habe ich schon im letzten Opening im Display gezogen, aber über Rayquaza beschwere ich mich nicht. Absolut mein absolutes Lieblings-Amazing Rare-Pokémon. Und wir haben ein Serraora dahinter. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Amazing Rare euch aus dem neuen Set am besten gefällt. Bei mir ist es definitiv Rayquaza. Und dadurch freue ich mich sehr über den Hit, auch wenn ich ihn, wie gesagt, schon habe. Aber Leute, 5 Hits, eine Amazing Rare aus einem 18er District, da kann man doch nichts sagen, oder? Wieder einmal den Code und ich sage Feuerenergie. Nein, Donnerenergie. Kakelo, Fletiamo, Pfiffchen, Pampuli, Tanzer, Fritzeblitz, Zwirrlicht, Hit als Reverse und ein Galar Mautzinger. So Leute, dann schauen wir mal, ob wir ein Last Pack Magic haben. Noch einmal Chunky Chu als Artwork. Vielleicht versteckt sich Chunky Chu ja auch hier drinne. Und ansonsten zeige ich euch gleich in der Recap nochmal, was wir aus dem heutigen Opening mitnehmen. Wir haben Schneckmark, Illeseba, Palimpalim, Galar Mautzi, Rokomil, Fleckner als Reverse und ein Ninjatom. So Leute, aus dem 18er Display nehmen wir heute Durengard V mit, dann einmal Fiaro V, Togekiss als V-Max, dahinter haben wir Papella als Trainer Full Art Karte, ein Rayquaza als Amazing Rare und Umhang der Stärke als Goldkarte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao, ciao.